So, willkommen zurück bei 360 Football mit dem Thema Ernährungsbasics. Im letzten Video haben wir den Kalorienverbrauch, die Makronährstoffe und Ihre täglichen Empfehlungen angeschaut. Das können wir also beides mal abhaken. Jetzt, heute werden wir weiterhin auf die Makronährstoffquellen eingehen. Dann als zweites Thema auf die Vitamine inklusive unser 360 Football 300 Gramm Regel. Und dann werden wir euch noch einige Beispielsmahlzeiten darbringen. Okay, erstes Thema, Makronährstoffquellen. Also, was ist damit gemeint? Damit gemeint sind die Lebensmittel, welche wir, oder besser gesagt auch die Gesundheitsgesellschaften im deutschsprachigen Raum quasi empfehlen, welche ihr täglich zu euch nehmen sollt. Als allererstes Proteinquellen. Das ist immer heiß diskutiert, vor allem im Moment, da ja vor etwa einem halben Jahr der Film Game Changers herausgekommen ist, welcher für Wellen gesorgt hat. Also vegetarische und vegane Ernährung kommt da immer mehr auch ins Spiel. Bei Protein ist das sehr speziell, da dort auch die Meinungen ein wenig auseinandergehen. Also, was sind Proteinquellen? Einerseits sind das, wie viele wissen, Fleisch und Fisch, Eier, Käse, aber wenn man jetzt auf vegetarische oder besser gesagt sogar vegane Optionen zurückgreifen will, würden wir da Linsen, Bohnen in jeglichen Formen, also Kidneybohnen, weiße Bohnen, Kichererbsen und weiteres empfehlen. Dann Kohlenhydratquellen. Die besten Kohlenhydratquellen kann man nicht so fix definieren, denn man braucht verschiedenste. Einerseits ist ganz klar Obst ein guter Kohlenhydratlieferant, das sind aber eher ein bisschen, das sind Kohlenhydrate, die schnell in den Körper gehen, also zum Beispiel die Kohlenhydrate im Apfel, der Banane, in Orangen, Kiwis und so weiter. Dann andere Kohlenhydratquellen, welche eher länger den Körper mit Energie versorgen, sind beispielsweise Reis, Pasta, Haferflocken oder auch Kartoffeln. Einfach, dass euch auch klar ist, das sind jetzt Beispiele, welche wir sehr wärmstens empfehlen, welche euren Körper auch gut mit Nährstoffen versorgen. Dann kommen wir noch zu den Fettquellen. Fettquellen, da gibt es ein kleines Ausrufezeichen, jetzt für einmal, was wir gar nicht empfehlen. Das sind sogenannte Transfettsäuren. Transfettsäuren oder Transfette sind Fette, welche der Körper nicht wirklich verwerten kann. Sprich, sie lösen keine positiven Abläufe im Körper aus und somit möchten wir sie nicht empfehlen. Sie sind beispielsweise vorhanden in frittierten Gerichten, in Fertigprodukten und weiterem. Okay. Was soll ich dann für Fette konsumieren? Wir empfehlen wärmstens die Hauptfettquellen aus Nüssen zu ziehen, Samen oder aus Leinöl, welches sehr gute Fettsäuren hat, Olivenöl oder Rapsöl. Und eher ein bisschen weniger Sonnenblumenöl oder Fett aus Fleisch oder Fisch. Wobei bei Fisch die Geister sich ein bisschen spalten. Aber dazu mehr in einem nächsten Video oder in unserem Ernährungsguide. Dann hätten wir eigentlich Makronährstoffquellen durch. Einfach, dass es euch auch klar ist, jetzt haben wir Beispiele für Kohlenhydrate, Fette und Proteine gegeben. Aber ein Lebensmittel hat von allen drei Makronährstoffen immer etwas enthalten oder meistens. Und das sind einfach Beispiele, wo der jeweilige Makronährstoff hoch vertreten ist, prozentual. Dann hätten wir die Makronährstoffquellen abgehakt. Als nächstes die Vitamine, inklusive unsere 300 Gramm Regel. Aber was sind Vitamine? Vitamine sind für den Körper wichtige Stoffe, welche er durch die Nahrung zuführen muss, um die ganzen, ich komme wieder auf die Abläufe im Körper zurück, zu gewährleisten oder beispielsweise das Hautbild gut zu fördern und so weiter. Also, doch wo hat es vor allem Vitamine drin? Wie soll ich Vitamine zu mir nehmen?
Jedes Kind weiß Obst und Gemüse. Okay, doch was für Obst und Gemüse? Ist natürlich auch wichtig. Denn es besteht der große Scheinglaube, was die Mütter immer predigen. Ich will jetzt hier nicht gegen die Mütter schießen. Salat und Vitamine. Das ist aber wirklich eigentlich nur ein Scheinglaube. Denn der Salat, den wir kennen, also Eisbergsalat, Kopfsalat und weiteres, besteht aus ca. 97% Wasser. Wir empfehlen daher Obst und Gemüse. Obst habe ich schon erwähnt bei den Kohlenhydraten, also beispielsweise Kiwis, Bananen, Beeren oder Orangen, Äpfel. Solches Obst zu sich zu nehmen und bei den Gemüsen eher auf grünes Gemüse zurückgreifen, aber nicht Salat, sondern eher Sachen wie Brokkoli, Blattspinat oder dann, wenn es nicht grün sein soll, zum Beispiel rote Beete, beispielsweise auch Karotten, Peperoni, alle diese Sachen. Was eher ein bisschen weniger Vitamine drin hat, was man denkt, sind beispielsweise Zucchetti oder eben Salat, Gurken, Tomaten, da diese Gemüsesorten zu fast meistens 90 oder mehr Prozent aus Wasser. Und was hat es jetzt mit dieser 300 Gramm Regel auf sich? Wir von 360 Football predigen eine 300 Gramm Regel zu 300 Gramm Obst und 300 Gramm Gemüse pro Tag, um safe zu sein mit den Vitaminen. Das ist mal so eine Grundregel, das ist einfach schon mal gut, dass man einen Anhaltspunkt hat. Doch was heißt das jetzt genau? Genau heißt das zum Beispiel 300 Gramm Früchte täglich in Form von Äpfel, Beeren und Kiwis zu sich zu nehmen, nur ein Beispiel, und das Gemüse zum Beispiel 200 Gramm Brokkoli, 50 Gramm Karotten und 50 Gramm rote Beete. Das wäre ein Beispiel dazu. Diese Regel ist gut, wenn man täglich wirklich schaut, dass man diese 300 Gramm Gemüse und Obst zu sich nehmen kann, dann sollte man auch nicht krank werden und der Körper sollte mit genügend Vitaminen ausgestattet sein. Gut, Vitamine inklusive 300 Gramm Regel abgehakt. Jetzt, Beispielsmahlzeiten. Das interessiert euch wahrscheinlich am meisten. Und darum werde ich euch einige Beispielsmahlzeiten an einem Whiteboard weiter drüben darstellen. Also, Beispielsmahlzeiten. Wie sollte dann so ein Ernährungstag aussehen? Hier haben wir einige Beispiele dargelegt. Wir haben immer ein normales Beispiel, also mischköstlich, wo man alles isst, Fleisch, Fisch, Käse und so weiter. Und ein veganes Beispiel gebracht, das aufgrund dieses veganen Trend, der gerade läuft und den wir euch auch ein bisschen näher bringen wollen, weil es viele Vorteile hat. Wir sind bei 360 Football nicht der Ansicht, dass es nur vegan gibt und dass das Beste ist. Wir jedoch empfehlen aufgrund von ganz vielen Vorteilen einfach das Fleisch oder allgemein die tierischen Produkte eher ein bisschen zu reduzieren. Wir reden nie von ganz weglassen, das ist nicht realistisch und soll auch nicht jedem gegeben sein. Jedoch predigen wir doch ein wenig, dass man die Produkte, welche von tierischer Herkunft sind, ein bisschen zurückschraubt. Okay. Kurzer Exkurs, zurück zu den Beispielsmahlzeiten. Also, was könnte ich dann zum Frühstück essen? Gutes Frühstück für normale Personen ist Porridge aus Haferflocken. Porridge ist ein Haferflockenbrei, welchen man pimpen kann mit Erdnussbutter, Leinsamen, gut für die guten Fette, Beeren für die Vitamine und beispielsweise zwei Spiegeleier, für die Proteine. Als Veganer kann man da keine Spiegeleier zu sich nehmen, weil das ja von tierischer Herkunft ist. Darum könnte man genau das gleiche machen und ich würde dann empfehlen, entweder ein bisschen mehr Nüsse bzw. Erdnussbutter und Leinsamen reinzumachen, weil diese auch gute Quellen von Protein sind, oder man dann halt auf ein pflanzliches Protein zurückgreifen soll, also ein Proteinpulver, was man auch sehr gut untermischen kann. Genau. Frühstück wäre gegessen. Mittagessen. Eine super Quelle wäre zum Beispiel ein Thai Curry mit Kokosmilch, mit Hähnchen, Reis
Brokkoli, Karotten und Blumenkohl, das sind jetzt nur Beispielgemüse, sind aber sicher sehr mit Nährstoffen versehrt. Und hier haben wir wieder in der Kokosmilch sind gute Fette drin. Dann haben wir das Hähnchen für die Proteinquelle, Reis für die Kohlenhydrate und das Gemüse für die Vitamine. Eine vegane Option wäre da hingegen ein Linsencurry, auch mit Kokosmilch drin, aber halt statt Hähnchen Linsen drin, welche sehr viel Protein haben, mit Reis und dem genannten Gemüse. Okay, und dann noch ein Beispiel fürs Abendessen. Für die normalen Leute zum Beispiel Pasta mit Bolognese-Soße, wobei wir da aufgrund des hohen Fettgehalts eines Hackfleisches eher empfehlen würde, ein bisschen fettreduziertes Fleisch zu sich zu nehmen. Also es gibt fettreduziertes Hackfleisch, am ehesten auch vom Rind, da das Schweinefleisch eher ein bisschen höher im Fettgehalt ist. Plus einen Salat aus Jungspinat, welcher sehr mit Nährstoffen versehen ist im Vergleich zu Eisbergsalat. Und roter Beete. Roter Beete, vielleicht für die Schweizer unter uns, das ist Randen auf Schweizerdeutsch gesagt. Ist vielleicht noch wichtig. Die vegane Option dafür wäre Pasta mit Kichererbsen-Tomatensauce, also Kichererbsen in Tomatensauce drin und dem gleichen Salat. Beim Salat ist halt einfach wichtig, Dressing nicht zu hoch halten, da das sehr mit Fett versehen ist. Ein bisschen Olivenöl, ein bisschen Balsamico und dann fahrt ihr super. Was man beim Veganen noch sagen kann, was super gut ist, sind sogenannte, es gibt Linsen- und Kichererbsen-Pasta, also Pasta, welche aus diesen Bohnen und Linsen gemacht sind, welche auch sehr hoch in Protein sind. Dann könnte man die Kichererbsen selbst in der Soße sogar weglassen. Genau, jetzt vielleicht noch Snacks, die sind hier nicht vermerkt. Die können wir ja genau gleich halten bei normalen Essen und Veganern. Zum Beispiel zwischendurch mal eine Karotte essen, mal ein Apfel oder eine Banane oder ein Kiwi, dazu eine Handvoll Nüsse. Vor allem um zuzunehmen sind Nüsse sehr gut geeignet aufgrund ihrer hohen Kaloriendichte und der guten Fettquelle. Und zwischendurch, um auch immer die Proteine reinzubekommen, ein Whey-Shake oder als Veganer dann halt ein Erbsenprotein oder Reisprotein oder ein BCA-Drink. So, die Beispielsmahlzeiten werden abgehakt und somit wären wir am Ende dieses Videos. Bei allfälligen Fragen könnt ihr uns gerne in den Kommentaren auf YouTube schreiben oder auf unser Instagram-Profil könnt ihr auch schreiben, welches in der Bio verlinkt ist, also unten am Video. Dort könnt ihr auf den Link klicken und uns privat schreiben. Und sonst danke ich sicher mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch so die Basics zur Ernährung ein bisschen näher bringen und mit diesen Basics könnt ihr sicher schon einmal eure Ernährung optimieren und somit euren Körper perfekt für das nächste Training oder das nächste Spiel vorbereiten. Ich danke noch einmal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.